muss ein Unterschied zwischen den Plätzen, wo Leute wohnen, wo kann effektiv auf der Straße spielen und dann die großen Achsen, die an die Stadt gehen oder die großen Plätze, wo Leute sich viel bewegen. Da stellen wir aber fest, dass über die letzten Jahre den Stau immer mit zugeholt wird. Die Verein ist konzerniert, verschiedene Plätze extrem, wie zum Beispiel, wenn Rupp geht an den Norden vom Land, wo der Verkehr immens zugeholt wird, und da immer ein riesiges Problem. Die können natürlich vom Wurstum, wo man nicht an Druck kommen, mir auch manchmal, aber muss ich aber sagen, dass da die letzten Jahre vielleicht nicht die nötigen Sachen gemacht sind für den Verkehr mit dem Auto, für den aber auch mehr agréabel zu gestalten für die Leute. Weil das ist immens große Zeitverlust, dass die Lebensqualität geht verloren. Aber hauptsächlich die Wurst und wir schuld drin, dass ja, wenn ihr als Straßeninfrastruktur guckt, dann noch den öffentlichen Transport, den hast du verbessert in den letzten Jahren, das ist ganz richtig, da tun wir auch matt gedroht. Wenn ihr als Straßeninfrastruktur guckt, die ist von größtenteils selbst nach wie vor 10, 20 Jahren, du hast nicht so viel geschieht und trotzdem muss ich aber so, dass die Bevölkerung immens gewusst ist. Wenn alle Jahre 13.000 auf und dabei kommen, nach 7.000 Frontalien, ja, dann sind da 15.000 bis 20.000 Autos mehr auf der Straße. Und das ist das, was man natürlich andauernd merken. Und wir laufen haben drin. Im Moment, als Land, als Regierung, und wir können nicht mehr in Zukunft investieren, weil manchmal muss die Probleme mal lesen, die da sind. Aber wenn wir wirklich wollen, ein Gebäude beikommen, wenn wir das Problem wollen von der Mobilität, vom Stau lesen, da geht es just darum, dass wir können den Wachstum mehr moderat gestalten und dass es mehr losgeht und da kommen wir noch. Das ist ja ein großer Unterschied, ob du im Auto mal an der Spitze stand von Frankreich, von der Frontalien, ob du an einem Auto eh sitzt oder ob du zwei oder drei drin sitzt. Das ist die Realität. Die Realität ist, dass Leute am Auto sitzen zu ein, zu zwei, zu drei, ganz oft effektiv lenkt. Das ist vorher, wie das Problem ist, dass man auf ganz vielen Plätzen eine Straße und die verstopft tun. Aber wenn man da mehr gebaut hat, ich denke nur Umgehungsstraßen, ich denke nur Feuerspuren Richtung Wemperhardt, ich denke nur rund Autobahn. Das hilft aber. Die könnt ihr nicht so, und die sollt ihr selber die ausgebaut haben. Nee, wir bauen sie, aus. Das dingt aber. Ja. Wenn du dann Transitverkehr demolanst, geht dann noch mehr Platz für die Jäger. Der aus der Gegend, dass der Verbrennungsmotor ab 2035 soll progressiv verschwinden, die Leute sollen vier behalten. Und der so die beste Technik wird sich durchsetzen, aber dann aber nicht unbedingt am Interesse vom Klima, oder? Mir geht dann Interesse auch von den Leuten. Ich will drei Sachen dazu sagen. Die erste ist, wir sind auch nicht gegen Elektroauto. Ich meine, die Leute, die ein Elektroauto füllen, das ist ein Flugzeug, das sollen sie den noch können kaufen. Die zweite Sache ist, wieso soll in Technologie offen sein? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein ganz paar die Bereiche, wo der Verbrennungsmotor, der Benzin und den Diesel aber Vorteile hat, dann die Leute den auch füllen beibehalten. Und im Endeffekt soll sich die beste Technologie beibehalten. Und wir wären uns dagegen, dass von neuem Ruf die Idee hat, hey, da ist ein Datum, da und da geht das da verboten. Ich meine, die Industrie und die Bürger, man da beziehen und sollen ihnen den Schuh los. Und die dritte Sache ist die, und das von 60 Lödestationen da geschwärzt. 90, pardon, das sind da ganz viel mehr. Also, wir müssen ja realistisch sein. Wir haben im Moment 5% Elektroauto hier im Land von unserem Fuhrpark. Wir haben, wenn ich studiere, 400... sind wir schon auf 7%. Ja, 5%. 440.000 Autos haben wir. Wir wollen gerne 2030, wir wollen gerne 220.000 Elektroauto haben. Und die Kapazität ist ja nicht da. Ich gebe hier ein Beispiel. Zu Ulmen wird die neue Großcity gebaut vom abordablen Wohnraum. Da haben wir den Opfangparking. Da sind von 200 Plätzen sind da 10 mit Lötz. Station 190 Oni. Und du gesagt, ich auf dem Beispiel lang, dass wir gut nicht bereit sind für das, was die Welt machen, für die sogenannte Revolution. Und für mich soll ich mehr Zeit lassen, die Leute an die Leute freie Schuhe lassen. Ich lasse die Leute Schuhe, die Leute die ihre Schuhe frei machen. Und dann haben sie die Verantwortung drüber über die Konsequenzen von ihrem Schuhe. Wir haben da abgemerkt zu Rotange an den letzten Jahren. Ja, aber also, ich will das nicht. Mit der Schöntatur wird es richtig matt gekriegt. Das kennt ihr nicht so. Ich habe gesehen, dass Zwischner immer über immer ganz viele Probleme da sind. Wir haben 400 Millionen Zugmaterial bestellt. Da sind die echt schon geliefert, die geht graduell bis nächstes Jahr. Du hast für 5 Jahre auch schon gesagt, ja. Nein, das sind nicht für 5 Jahre gesagt, weil sie nicht bestellt haben für 3 Jahre. Nein, das hat gesagt, dann fast für 5 Jahre schon. Nein, du musst verstehen. Ich komme zu Barcelona, das ist im Juni, die Regierung den ersten Preis an der Kategorie Best Urban Mobilitätskonzepte weltweit von der UITP. Wir kriegen den Preis darüber wieder von internationalen Experten unerkannt, für das, was die letzten Jahre... Ja, Lützenburg. Ja, für das, was die Lützenburg...
Und das wird auch umgesagt, geht graduell, das ist ja schon am Gang, der Kontor nochmal von Hosen aus der nächsten Spur. Die haben keine Feierspuren. Die gibt es da kommt du, Nordstrasse, gibt es da auch Feierspuren. Ja, natürlich. Das wäre die einzige Lösung. Nein, das ist eine Lösung, ich meine, von den Enkern. Auch so, was Sie machen, an puncto Ausbau für den ländlichen Raum besser umzubauen. Der ländliche Raum, der geht hier im Land vernachlässigt. Da waren die ganzen Diskussionen und sie auch die am meisten leiden, auch in den höchsten Benzinspreisen zum Beispiel, in der ganzen Kampagne noch die gemacht hat. Nicht Hofsatz. Also die will, dass sie gibt. Wir wollen niedrige Benzinspreise, wir wollen Tanktourismus beibehalten, absolut. Wie das Problem ist für die Leute, zum Teil mit den Akzisen, mit den Steuern, die können wir ja aber Wir gehen die auf Null setzen, die Akzisen. Wenn auf der Welt mehr Petrolspreise hochgehen, dann werden wir dann. Wir wollen gerne deutlich unter dem Preis von unseren Notbeschländern bleiben. Das können wir machen mit den Steuern und Akzisen. Wenn wir auf Null setzen, gehen wir nach oben darauf. Wenn die Belge mehr Steuern haben, wir machen ein bisschen mehr Steuern, dann weiß wie billig. So einfach ist es. Das geht für mich nicht. Wir denken, für zurückzukommen in den ländlichen Raum. Und du hast ganz wichtig, immens viele Leute am ländlichen Raum, die sind angewiesen auf den Auto. Aber wenn du bis an den Norden denkst, vor bis auf die Tempel Herd, Europa, das ist Moyes und Oveste, das ist ein Alttraum, die Verkehr, die mittlerweile du hast. Und du gibt keine andere Lösung mehr, so, man muss kein Autobahn sein, mehr vier Spuren. Lo Madarep ist, die baut du ein bisschen für 250 Millionen, ich gebe nur dafür profitieren. Und das werde ich mir auf jeden Fall machen, wenn wir die Chance kriegen, für zwei Bühnen rauf zu machen, wo man 110 km fahren, so wie das an anderen Plätzen, an der Beltstein, vier zum Beispiel geht. Und dann in den Leuten meistig, also in denen ein bisschen entgegenkommt. Du sagst dir, dass das unmöglich ist? Ich sage dir, unmöglich. Alles ist möglich, wenn ihr wollt. Aber ich sage just, ich verspreche den Leuten nicht das Blut von Himmel, weil ich nicht noch helfen kann. Ich behaupte, wenn er heute sollt, baut der Minister oder Transportminister gehen, dass in den nächsten 5 Jahren die Feierspurigkeit nicht wird bauen, weil er das nicht umgesagt kriegt. Weil das natürlich vom Raum, den ich brauche, von den Emprisen, wirst du da Mühe. Nein, wir bauen das. Das größte Problem ist, das ist nicht mein Stil. Ich verspreche den Leuten nicht das Blut vom Himmel. Ich habe es gemerkt am Norden. Die Idee ist, nicht? Nein, wir haben lange genug viel zu viel nur bauen, hat ein schlechtes Bild kriegt, weil Politiker andere Sachen versprechen. Es geht halt nicht um etwas Unmögliches. Klingt so wie noch nicht. Wir bauen nur 4 Spuren. Voilà, da gibt also 4 Spuren an den Norden bauen, da das nur etwas Konkretes, da muss man diese Phase leider aufschließen.